Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und im heutigen Video möchten wir uns doch gerne einmal ansehen, wie sich meine Papageienplatys im Aquarium so entwickelt haben. Also bleibt dran, es wird sicher spannend, wenn wir nun einmal sehen werden, wie unter welchen Bedingungen diese Platys hier gehalten werden. Hier können wir jetzt betrachten, wie die Platys sich hier in meinem 800 Liter Aquarium bewegen, beziehungsweise eben hier jetzt verweilen in diesem Algenteppich. Denn es ist so, diese Fische sind durchaus auch in der Lage, sich von Algen zu ernähren. Was vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt ist, ist, dass x-beliebiges Universalfutter für Fische auch zum Teil aus Algen besteht. Je nachdem, was es ist, vielleicht sogar ausschließlich. Aber meistens sind da noch andere Krabbenbestandteile mit reingemengt. Aber wie immer auch sei, auf jeden Fall sind diese Platys hier relativ anspruchslos, sowohl in der Haltung wie auch eben in der Fütterung. Und zwar ist es so, die können auch relativ kühle Temperaturen noch ohne Probleme verkraften. Ich denke, sie sind gut zu vergleichen mit beispielsweise den Guppies, da sie unter anderem die Ähnlichkeit aufweisen, dass es sich bei beiden um lebendgebärende Fische handelt. Und hier sehen wir die kleinen Platys jetzt mal aus der Nähe. Und wir können auch vielleicht direkt den Unterschied erkennen. Ein Weibchen, das weibliche Exemplar, ist etwas bauchiger in der Form als die Männchen, wie wir es hier eben sehen können. Und im Großen und Ganzen, also dieses hier, dabei handelt es sich wohl um ein Weibchen. Diese hier sind auch sehr anspruchslos in der Vergesellschaftung und eben sehr emsige Algenfresser. Und daher gut geeignet, wenn ihr in eurem Aquarium vermehrtes Algenwachstum habt. Ich wurde ja in einem oder anderen Video schon darauf angesprochen, ob es sich hier nicht etwa um Blaualgen handelt, aber nachdem sich hier jetzt nach so vieler Zeit keine negativen Folgen eingestellt haben und ich hier sogar seit neuestem wieder einige Jungfische erspähen konnte in diesem Aquarium, gehe ich davon aus, dass ich doch keine großen Befürchtungen haben muss über die Blaualgen. Aber die sind durchaus eine reale Gefahr. Und da sollte man nachhaken. Aber hier in diesem Falle handelt es sich wohl nur um simple, normale Algen, die wahrscheinlich auch nicht weniger optisch beeinträchtigen, aber eben immens weniger schädlich sind für die Wasserorganismen. Aber wie erwähnt, die Platys hier sind doch relativ fidel. Außerdem kann ich erwähnen, dass es so ist, die hier haben wohl auch aufgrund der Algen, wenn aber nicht ausschließlich aufgrund der Algen, auch kein Problem mit der Sauerstoffsättigung im Wasser, die eben optimal ist durch die Pflanzen. Und auch die Muschelblumen in diesem Falle hier, die hier besonders sinnvoll sind, da die Jungplatys sich wirklich gerne darin verstecken und verkriechen. Und dann eben auch nur herauskommen, wenn sie sich sicher fühlen oder es Futter gibt. Aber eben hier die allseits bekannten und beliebten Muschelblumen sind auch hier die Pflanze der Wahl. Aber ich denke, wir haben doch hier einen relativ guten Blick. Die Papageienplatys, manche haben optisch noch einen schwarzen Fleck, den diese hier jetzt allerdings in der dritten oder vierten Generation nicht mehr haben. Das heißt, da ist wohl womöglich das verloren gegangen, das Merkmal über die Zeit. Aber ihr habt es ja sicher auch gesehen, dass die Platys sich ebenfalls in meinem Guppy-Aquarium befinden, wo ich auch meinen Signalkrebs drin halte. Und eben die Vergesellschaftung ist absolut problemlos, da sie sich mit allen Fischarten relativ gut verstehen. Eben nur bei Makropoden würde ich aufpassen, da Makropoden die Jungfische eben fressen können. Aber beispielsweise die Vergesellschaftung mit Schnecken ist generell bei eigentlich keiner Art ein Problem. Wobei natürlich mehr Gesellschaft doch besser ist. Hier halte ich die Platys auch unter optimalen Bedingungen in kleinen Gruppen von circa 5 Fischen, sodass eben sie genug Gesellschaft haben, aber ebenfalls genug Raum, um sich zu bewegen. Generell ist auch hier immer zu sagen, bei Fischen mehr Platz ist immer besser als wenige, aber man braucht nicht unbedingt 800 Liter in seinem Aquarium, ein halb so großes würde sicherlich ausreichen für die Platys, da sie unter ähnlichen Bedingungen sich auch bewegen wie eben die Guppies auch vom Volumen her. Von daher ist das durchaus eine Ähnlichkeit, die sie aufweisen, wie eben auch, dass sie lebend gebärende Fische sind. Aber im Gegensatz zu den Guppies fressen die Platys eben gerne auch die Algen ab von den verschiedenen Objekten. Das ist dann beispielsweise schon eher
diesen hier vorbehalten, wohingegen, wie wir es gesehen haben, der Zebra-Bär-Blink dort überhaupt kein Interesse hat, etwas zu fressen, was sich am Bodengrund befindet. Aber ich denke, hier können wir sie doch sehr schön erkennen, die kleine Gruppe. Ich muss sagen, ich bin mir fast sicher, hier sind auch noch welche mit schwarzem Fleck vorhanden. Aber eben durch die Vermehrung über mehrere Generationen kann das eben verbleichen bei den Nachkömmlingen. Aber es ist auch nicht weiter schlimm, denn im Großen und Ganzen haben sie doch immer noch eine sehr schöne, leicht orangene Färbung. Hier können wir ihn noch zu guter Letzt einmal etwas herumschwimmen sehen, einen meiner Platys. Und eben, wir können erkennen, die Weibchen sind sehr viel bauchiger. Von vorne könnte man fast denken, es handelt sich um einen Kugelfisch, aber Kugelfische sind hingegen Salzwassertiere und keine Süßwasserfische. Von daher wäre dies an dieser Stelle ein Trugschluss. Aber ich denke, ihr habt jetzt hier auch mal wieder einen schönen Überblick erhalten. Wie erwähnt, Platys sind auch für etwas kälteres Wasser geeignet. Zu arktisch sollte es nicht sein, aber um die 20 Grad fühlen sie sich auf alle Fälle wohl. Und deswegen ist auch hier eben meine Wahl darauf gefallen, da ich mein Aquarium hier ja nicht beheize. Und deswegen etwas, naja, sagen wir, kältebeständigere Fische brauche. Wobei es keine Kaltwasserfische sind, die in fast schon Gefrierpunkten immer noch fidel sind, wie beispielsweise Goldfische, die man ja auch im Gartenteich hält. Die können es noch kälter vertragen. Und zum Abschluss können wir hier in diesem Aquarium auch nochmal die Platys in Vergesellschaftung mit Guppies sehen. In diesem Aquarium, was eben eher Schwarzwasser enthält, mit Huminstoffen angereichert. Das ist für diese Fische hier eben auch ein Vorteil. Wobei man sagen muss, nicht alle Fische mögen gerne so niedrigen pH-Wert, der eben etwas absinkt durch die Huminsäuren auch genannt. Aber in diesem Fall ist das nicht weiter schlimm für die Platys schon mal gar nicht. Und auch die Guppies hier fühlen sich dort sehr wohl. Das heißt, sie können unter ähnlichen Bedingungen eben gehalten werden. Und auch in diesem Aquarium hier sind sie doch sehr munter und können sich gut bewegen. Und hier haben sie sich eben auch ursprünglich vermehrt. Und einige davon von meinen Platys habe ich dann eben in mein weiteres Aquarium vergesellschaftet, umgesetzt, wo ihr es ja auch gesehen habt. An dieser Stelle des Videos könnt ihr euch auch auf meinem Kanal ansehen. Aber wie wir sehen können, eben ist die Vergesellschaftung dieser Fische absolut unproblematisch. Und so erfreuen einen dann diese verschiedenen Arten, jede mit ihren eigenen Eigenschaften und ihrem eigenen Aussehen, jeden Tag aufs Neue mit ihrer Gesellschaft. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr schon Erfahrungen mit der Haltung von Platys gemacht habt. Das würde mich und bestimmt auch die anderen Aquariumfreunde auf YouTube sehr interessieren. Und weiterhin würde es mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, die Glocke zu läuten, wenn ihr mich schon abonniert habt, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquariane.